Wenn es Frühling ist, die Sonne wieder scheint, die Vögel wieder zwitschern, wachsen die Frühblühe. Es gibt zum Beispiel die Narzisse, den Krokus, die Hyazinthe und die Tulpe. Aufgepasst, die Tulpe schauen wir uns jetzt genauer an. Die Tulpe. Die Zwiebel der Tulpe befindet sich in der Erde. Die Wurzeln und der Spross wachsen. Der Spross durchbricht die Erde. Der Stängel und die Blätter wachsen. Nach einiger Zeit blüht die Tulpe. Damit die Tulpe überhaupt wachsen kann, braucht sie Sonnenlicht und Wasser.